Die Canon R6 ist von der Bedienung super gemacht, aber nicht unbedingt von der Grundeinstellung. Ich habe vieles an der Kamera anders eingestellt und mit meiner Einstellung kann ich die Kamera aus meiner Sicht deutlich schneller bedienen. Wir gehen das mal Schritt für Schritt durch und du schaust dir an, was davon du an deiner Kamera ebenfalls umstellst. Vorab, zu der R6 habe ich einen richtig ausführlichen Masterclass-Kamera-Workshop erstellt. Für Einsteiger, für Fortgeschrittene, für Video, mit vielen Tipps und Tricks zur Kamera. Wenn du also ganz ausführlich fotografieren lernen willst und die Bedienung der Kamera, dann schau dir meinen Kurs mal an auf klapsus.de. Das war jetzt meine Eigenwerbung. Gehen wir meine persönlichen Einstellungen mal durch. Ich fange vorne an. Bildqualität steht bei mir normal auf C-RAW. Klar, wenn du Anfänger bist, fang ruhig mit JPEG an, sprich nichts dagegen. Ich fotografiere zurzeit aber fast nur in RAW und C-RAW ist normal etwas kleiner. Es ist verlustbehaftet, komprimiert, aber Unterschied ist fast nicht auszumachen, deswegen wähle ich hier die kleinere Dateigröße. Reiter 6, Auslöser ohne Karte. Das habe ich auf Off. Das heißt, die Kamera löst nur aus, wenn eine Speicherkarte eingelegt ist. Dann kann es nicht passieren, dass ich Fotos schieße und die gar nicht gespeichert werden. Gehen wir weiter zu Reiter 7, Schnellanzeige. Die ist in vielen Einstellungen ausgegraut. Wenn du die Reihenaufnahme auf H stellst, dann kannst du die Schnellanzeige auf On stellen. Das ist wichtig für ein flüssigeres Sucherbild. Für alle anderen Einstellungen, Einzelbild, H+, hat das keine Auswirkung und deaktiviert sich automatisch. Reiter 8, Anzeigeleistung, die steht bei mir auf flüssig. Ich will einen guten und einen schnellen Sucher und nicht Strom sparen, dann nehme ich lieber einen zweiten Akku mit. Autofokus-Reiter habe ich die Grundeinstellung nicht viel verstellt. Die AF-Methode habe ich allerdings begrenzt und zwar auf die ersten drei Methoden. Dadurch kann ich schneller das AF-Feld wechseln, mehr dazu später in der Tastenprogrammierung. Im Wiedergabemenü habe ich die Vergrößerung auf tatsächliche Größe verstellt. Ich will nicht lange hin und her zoomen, sondern beim Ansehen der Fotos will ich immer gleich auf 100% zoomen, um die Schärfe beurteilen zu können. Dann habe ich hier noch die Überbelichtungswarnung aktiviert. In den Netzwerkeinstellungen habe ich WLAN, Bluetooth eingeschaltet und GPS-Geräteeinstellung auf Smartphone. Das bedeutet, ich habe in meinen Fotos GPS-Daten. Die Kamera hat zwar kein GPS, nimmt aber die GPS-Daten vom Smartphone und schreibt sie in die EXIF-Daten der Bilder. Finde ich super in der Landschaftsfotografie und vor allem Reisefotografie. Im Setup-Menü unter Karte formatieren habe ich Format niedriger Stufe eingeschaltet, also Low-Level-Formatierung. Das reduziert deutlich mögliche Kartenfehler, also Verluste von Fotos. Das will ich natürlich vermeiden. Reiter 2, Stromsparmodus. Ich finde es super nervig, wenn die Kamera so früh abschaltet, deswegen habe ich hier alles auf 3 Minuten gestellt. Das passt für mich ganz gut. Ein Reiter weiter, Bildschirmhelligkeit. Ich fotografiere fast nur draußen, deshalb ist die meistens auf 7. Maximale Helligkeit, damit ich auch bei Sonnenlicht noch gut was erkennen kann. Klar, wenn ich mal nachts fotografieren gehe, stelle ich das wieder runter. Und zur Bildbeurteilung benutze ich meistens eher den Sucher. Aber um das Menü gut zu erkennen, ist das meistens auf 7. Reiter 4 gibt es Auslöser bei Abschaltung. Dazu habe ich ein eigenes Video. Das habe ich auf offen gestellt. Besser für den Verschluss, besser zur Sensorreinigung. Und wenn du es genau wissen willst, dann schau dir mein anderes Video zu dem Thema an. Reiter 5. Individueller Aufnahmemodus, also C1 bis C3 auf dem Moduswahlrad. Ich zeige das jetzt nicht detailliert, findest du in meinem Kurs ganz ausführlich. Aber was habe ich hier gespeichert? C1 ist bei mir Vogelfotografie. Das bedeutet Modus auf TV, Verschlusszeit auf eine 320. Sekunde, Autofokusmethode auf Gesichtserkennung, Motiverkennung auf Tiere, Autofokusbetrieb auf Servo, Betriebsart auf H+. Dann habe ich bei C1 ISO Auto begrenzt auf 6400. Warum? Weil ich in der Vogelfotografie viel mit Ausschnitten arbeite. Und dann fällt halt das Rauschen auch eher auf. Daher möchte ich höhere ISO nie nutzen. Und zusätzlich nutze ich die AF-On-Taste noch für eine 2500. Sekunde. Zuerst hatte ich das allgemein, aber jetzt nutze ich das nur für C1 und der Vogelfotografie. C2 nutze ich übrigens für die Landschaftsaufnahmen in der Dämmerung oder nachts vom Stativ. Das heißt Modus auf M, One-Shot, Einzelbild, Einzelfeld als Fokusfeld, ISO auf 100, Blende 8, kann ich immer noch ändern, aber es ist die erste Vorwahl. Und sobald die Kamera auf Stativ geht, stelle ich auf C2 und dann die weiteren Einstellungen ein. Modus M einstellen und so geht eigentlich relativ schnell.
aber Fokus fehlt, Einzel fehlt nicht immer. Dann habe ich noch etwas bei C2 geändert, nämlich die Tastenprogrammierung. Ich habe den Autofokus vom Auslöser getrennt. Zeige ich gleich noch. Jetzt kommen wir mal zu den Custom Functions. Belichtungsreihe genügen mit 3 Aufnahmen nicht. Hier habe ich 5, manchmal auch 7 stehen. Safety Shift nutze ich sehr gerne. Das ist bei mir immer auf TV-AV. Gerade in der Vogelfotografie finde ich das sehr praktisch. Wenn meine Belichtungszeit nicht genommen werden kann, weil es zu dunkel wird, steuert die Kamera automatisch etwas gegen. Sehr praktisch. Jetzt mal die Tastenprogrammierung. Normalerweise nutze ich den Auslöser zum Fokussieren und zum Auslösen. Auf C2 habe ich ja Landschaftsfotografie gelegt und nur in dieser Programmierung habe ich den Autofokus, wie gesagt, vom Auslöser getrennt. Also normalerweise fokussiere ich mit dem Auslöser, aber wenn ich C2 nutze, dann nicht. Dann fokussiere ich mit AF On. In der Landschaftsfotografie muss ich nicht ständig neu fokussieren. Auf die Filmtaste habe ich Display Sucher umschalten gelegt. Normalerweise geht das ja automatisch, aber wenn das Display abgeklappt ist, dann nicht mehr. Dann kann ich aber trotzdem noch von Hand umschalten. Auf AF On liegt bei mir Aufnahmefunktion Aufrufen. Und zwar nur die Belichtungszeit rufe ich hier auf, eine 2500. Sekunde. Mit der Einstellung kann ich in der Vogelfotografie schnell wechseln, zwischen der 320. Sekunde und der 2500. Sekunde, wenn der Vogel sitzt oder eben fliegt. Finde ich sehr praktisch. Genauer gesagt habe ich das nur bei C1 so programmiert, also für die Vogelfotografie. Bei C2 für Landschaft bleibt AF On auch AF On. Die Sterntaste, Belichtungsspeicherung brauche ich nicht, deswegen liegt bei mir hier AF Off. Das heißt, auf Knopfdruck kann ich kurz den Autofokus anhalten. Mehrere Fotos schießen, ohne dass die Kamera neu fokussiert. Lasse ich los, habe ich wieder normal Autofokus. Hauptsächlich für die Tierfotografie interessant, nutze ich aber auch mal in anderen Momenten. Die AF-Feldtaste, die mag ich in der Grundeinstellung gar nicht. Deshalb steht bei mir Direktauswahl AF-Methode. Auf Knopfdruck wechsle ich also das AF-Feld. Zusätzlich habe ich ja die Auswahl auf 3 Methoden begrenzt. Und genauso finde ich das richtig geil. Als nächstes die Ablenktaste, die brauche ich auch nicht unbedingt. Hier liegt bei mir die Betriebsart. MFN, Multifunktionstaste, ist ja eigentlich für mehrere Funktionen gleichzeitig. Ich habe nur eine Funktion drauf, der Wechsel zwischen One-Shot und Servo. Und ganz wichtig, Joystick ist auf Direktauswahl AF-Feld. Der Joystick funktioniert ja immer nur, wenn man den vorher freischaltet mit der AF-Feldtaste. So eingestellt funktioniert der Joystick immer. Und was ist bei mir im Main-Menü? Auslösermodus, IS-Modus, nicht jedes Objektiv hat ja einen Schalter dafür. Karte formatieren, ganz wichtig. Fokussiermodus, Motiverkennung, damit ich schnell umschalten kann. Datum bzw. Zeitzone ist für Reisen interessant und das war es bei mir auch schon. Wie du siehst, ich habe einiges umprogrammiert. Das heißt nicht, dass du das genauso machen sollst, aber das passt zu meiner Art der Fotografie, jedenfalls momentan. Wenn dir das alles zu schnell war und du nur die Hälfte verstanden hast, dann schau dir unbedingt meinen Fotokurs zur R6 an. Hier geht es zu meinem Masterclass Kamera Workshop, mein Online-Fotokurs speziell zu deiner Kamera. Über 130 Videos, sehr umfangreich und er wächst auch noch weiter. Schau ihn dir mal an, ob er was für dich ist. Nicht vergessen, lass ein Like da und ein Abo. Danke und bis bald. Ciao.